Also es gibt jeden Tag neue Bands, werden sozusagen geboren. Ja? Alle wollen Instrumente spielen, der eine will singen, der andere Schlagzeug spielen, der eine macht Hip-Hop und was weiß ich. Und die sitzen natürlich in den jeweiligen Regionen. Und es gibt aber nur eine bestimmte Anzahl an Veranstaltungsorte in den Regionen. Das heißt, für die meisten Bands ist es das Wichtigste, erstmal überhaupt in der Region bekannt zu werden, die ersten Auftritte zu machen und dann raus. Musik intensiv zu hören, auf Schallplatte oder im Funk oder im Fernsehen, das ist Silber, wenn die Musik entsprechend den Wert hat und Gehalt. Aber Musik machen ist Gold. Fing das alles an. Da kam der Jochen von Newcomer TV und der Paul, die kamen irgendwie auf mich zu und der Wastel war damals noch dabei. Und wir ständen mitten in der Region, Virusmusik damals, und würden gut die Bands kennen und wissen, was gut und was gerade passt und ob wir nicht zusammenarbeiten könnten und dann in der Musikhalle Portstraße so ein kleines, so eine Live-Show regelmäßig einmal im Monat aufziehen könnten. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass Bands, die von selbst entstanden sind und die nicht zusammengecastet sind nach irgendwelchen Schönheitskriterien oder weiß der Teufel nach irgendwelchen Trends oder so, alle Bands sind immer daran orientiert, was gerade erfolgreich ist. Und die werden dann irgendwie zusammengecastet oder was. Und die Plattenfirma hat dann womöglich auch noch einen Einfluss drauf. Macht doch sowas wie das, was gerade erfolgreich ist. Das ist ja nicht das, was wir meinen. Ich habe es sehr oft gesehen. Und habe es auch sehr gerne gesehen und fand es auch sehr schade, dass es dann nicht mehr lief. Und weil ich finde, dass es total wichtig ist, weil ich glaube, früher hatten, sagen wir mal, so Plattenfirmen-Scouts so eine Funktion. Geh mal in den Club, guck dir mal an, was gibt es für eine Band und so. Und ich glaube, dass es gerade wichtig ist, dass es irgendwie Leute gibt, die das aufspielen und sagen, ey Leute, ihr kümmert euch vielleicht nicht darum, aber ich habe das Gefühl, das ist ein guter Rapper, das ist ein guter Mettler, das ist eine gute Band und so. Und das lassen sie mal nach vorne tragen. Wir machen mal einen kleinen Bericht, Interview und guckt euch mal an. Und deswegen denke ich, das ist, glaube ich, ein gutes Format. Ich denke, wir meinen das, wo sich wirklich Bands zusammenfinden, irgendwo in irgendeiner Stadt, in irgendeinem Ort oder in irgendeiner Gegend, die zusammen miteinander musizieren und die denken, vielleicht schaffen wir es ja mal auf die Bühnen irgendwie. Und wenn sie dann was Ordentliches machen, dann muss man ihnen die Chance geben, dass sie auch mal vor ein größeres Publikum kommen. Weil das ist ja dann das Authentische. Zum Beispiel Everest. Vor 2 Jahren haben sie noch auf einer Newcomer-Nacht gespielt. Inzwischen haben sie einen Plattendeal und der hat sie von Darmstadt nach Berlin befördert. Elf Morgen, die sind wirklich mit Spaß bei der Sache und die Fans, die danken es ihnen. Zu den Grooves von Dubplate 48 haben wir nächtelang das Tanzbein geschwungen, aber das kann man natürlich nicht nur zu diesen Klängen, sondern auch zu Hip-Hop ganz hervorragend tun. Zum Beispiel von Fuad und Cesar. Auch wenn man kein Wort versteht, was die Jungs da eigentlich vor sich hin rappen, es klingt wundervoll. Geschwindigkeit fliegen Fuad und Cesar über ihre Worte. Ellen Klinghammer dagegen lässt sich dafür ein bisschen länger Zeit, aber dafür geht es so richtig ans Herz. Also ich denke, so eine Sendung wie Newcomer
Das unterscheidet sich halt schon mal dadurch, dass es nicht zusammen gecastet wurde oder dass irgendwelche Leute gecastet wurden, um Musik da zu bringen, sondern es soll ja genau das Gegenteil eigentlich sein, dass Leute sich so präsentieren, wie sie sich selbst sehen, beziehungsweise in dem Stadium, in dem sie sich gerade befinden, die Möglichkeit haben, das eben unter die Leute zu bringen. Wird entgegengenommen von Newcomer TV-Moderatorin Raffaela Jungbauer und Produktionsleiter Paul Zitter. Und ich habe ja letztes Mal auch den Lea Award für mein Lebenswerk bekommen und habe mich riesig gefreut, dass eure Sendung als beste Nachwuchsförderung in Deutschland, wo es ja Hunderte gibt von Wettbewerben und so weiter, ausgezeichnet wurde.